Mau, mau, mau. Ah ja. Musik. Die ist mir zu langsam. Und laut. Zu schnell. Geil, jetzt ist das Lied langweilig. Ja, machen wir was Neues an. Das ist ein 27 Zoller Monitor gefühlt da drauf. Ist so, ja. Oh wow. Spät ist es ein Alter, schon dreiviertel sieben, Alter. Ja. Moin. Ich bin dir gefühlt um. Warte, hast du gerade dreiviertel sieben gesagt? Ne, da ist doch die Uhr. Hast du gerade dreiviertel sieben gesagt? Ja, hat ja. Der. Das heißt viertel vor sieben! Es ist dreiviertel sieben! Du sagst was. Wo kann man das denn noch sagen? Es ist viertel vor sieben! Nein, viertel nach nach sechs. Und das ist dreiviertel sieben. Wir haben nicht viertel nach sechs! Nein, aber, ne? Viertel nennt man nur nach, weißt du? Wenn es auf der 15 Nein. ist. Nein. Und wenn es auf der 45 ist, ist es dreiviertel. Ja, das ist sogar mein Sprachbehinderung besser als das Shit. Schitzens. Hey, mach erstmal Sprachlernkurs bei Bubble. Ah ja. Sprachlernen, Bubble. Ah, du hast mal in der Wand eingerotzt. Ja, irgendwas komisches, irgendwie so ein blöder Spruch oder so hier. Bryce liebt JD oder was? Old Fred Act 9. Was? BBT, it ain't so. BBT? By the way oder so heißt es, glaube ich, oder nicht? Old Fred, also ein alter Fred. Nein. Das ist Code, da steht, Bryce hat einen kleinen. Ja. Wow, Jax! Dein Ernst jetzt? Ja. Naja, das, so da steht, ich kann nichts dafür, Bryce wenn das sein. Da steht. Na, Act das, 1 das heißt, er strengt sich an. Wow, Leute! Und schon ist die Location durch für sie. Weißt du, was das Schlimme ist? Was müssen was bekommen Kinder denn bei ihnen, wenn sie blasen? Snickers oder Mars? Eine cremige Füllung. Massimo! Weißt du, wie das heißt, wenn es andersrum geht? Dann heißt es lecker, schmecker, klein und rund und schnell im Maimund. Und wenn die Kinder mal was Herzhaftes wollen, kriegen sie halt eine Bratwurst. Aber so eine Nürnberger Bratwurst. Ja, aber dann schon ordentlich angekuchelt. Klein und alt und zerranste. Was? Wie so eine Bratwurst, die man eine Stunde kalt werden lässt. Vor sich hergammeln. Jetzt nicht hier. Ich mach jetzt deine Tasche auf. Oh nee, nicht da rein. So, jetzt geht's mir besser. Ich bin umgekippt, sei doch ehrlich. Hat jemand einen Kurzbeutel? Nein. Schade. Kannst auf den Kippen! Kannst auf den Kippen nach vorne passen! Warte, wem gehört das Auto? Francis. Okay, easy. Entschuldigung, ich hab dir mal auf die Motorhaube ein Geschenk dagelassen, ne? Freut sich aber dann. Aber einen Chopper mit dem Anzug zu fahren, ist auch cool. Oh, ich freue mich. Jason Mafia. Piccolini. Da hat jemand Bock, kann das sein? Ich freue mich, Mafia. Warte, wir stimmen ein, Massimo. Bist du soweit? Bist du bereit, deinen Plattenspieler rauszuholen? Was denn? Wie hat dein Plattenspieler, deine Familienmusik? Bist du bereit? Achso. Oh, falsch. Moment. Aha. Achtung, Meerschweinchen wieder ausgerissen. Es gibt hier in der Stadt also eine andere Familie.
Wir müssen sie finden. Dann werden wir sie baden. Mit einem Fuße aus Beton. Giovanni, man wendet sich nicht gegen die Familie. Du musst wissen, die Wasser ist kalt und diese Jahreszeit. Der Beton ist ein Familienrezept. Das ist tatsächlich so, ohne Scheiß. Da habe ich von meinem Opa gelernt, wie man Beton anmischt. Ja, und die Tante, die war auch dabei, die hat ja nämlich mitgemischt. Die hat immer ein bisschen Sand reingekippt. Jasmin, wen? Und wenn ich ganz ehrlich bin... Die Jasmin war auch dabei. Jenny, alles gut. Ach, und so ist Günther, wenn Sie es, er schuldet mir noch ein Kasten Bier. Oh, Scheiße. Wisst ihr, was da hilft in dem Moment? Einatmen, ausatmen, einatmen. Aber ich hab jetzt Bock. Ich hab jetzt richtig gehört, hier rennt irgend so ein Spaß drum, der labert irgendeine Scheiße. Ich hab jetzt richtig Bock. Yay! Yay! Yay!